ein Referat richtig halten. Ready? Yes! Marius Renz. Gut über ein Thema zu referieren ist nicht immer ganz so einfach. Wichtig ist, man sollte das ganze Referat spannend und abwechslungsreich gestalten. Wenn man den Zuschauer bzw. Zuhörer in sein Referat einbindet, wird es für beide Seiten interessant und kurzweilig. Wie man sich auf ein Referat vorbereitet und das richtige Thema findet. Das Wichtigste bei einem Referat ist, dass man sich für das Thema selber interessiert und begeistern lässt. Das Thema sollte somit sorgfältig ausgewählt werden. Es kann sein, dass man ein Thema auf den ersten Blick für unattraktiv hält, es sich jedoch nach kurzer Internetrecherche als hochinteressant einstufen lässt. Es kann auch sein, dass man bereits einige Hilfsmittel für bestimmte Themen bereits zu Hause hat. Wer noch zufälligerweise eine Konduktorkugel auf dem Dachboden rumfahren hat, kann sich für dieses Thema entscheiden. Sobald man sein Thema gefunden hat, geht die große Recherche los. Sammeln Sie so viele Informationen wie möglich. Achten Sie darauf, dass Sie die Quellen notieren. Über bloßen Text zu referieren ist äußerst schwierig, da es bei einem Referat um die Veranschaulichung des Themas geht. Suchen Sie auch gezielt nach Bild- und Videomaterial, um das Thema interessant zu gestalten, auch um des eigenen Interesses willen. Im nächsten Punkt schauen Sie Ihre ganzen Informationen durch und fischen die guten heraus. Danach erstellen Sie eine Gliederung oder eine Mindmap für den Aufbau der Präsentation. Wenn Sie ein gutes Referat halten wollen, dann ist die Einleitung sehr wichtig, denn in ihr erkennt man, ob das Referat langweilig oder interessant wird. Sehr wichtig ist, dass Sie Ihr Handout nur mit den wichtigsten Stichpunkten bedrucken, denn das ist viel übersichtlicher als ein langer Text. Viele Bilder auf Ihrem Handout ist auch sehr wichtig, denn das verschönert es um einiges. Wie Sie Ihr Thema richtig präsentieren. Ein guter Einstieg weckt die Zuhörer und die Präsentation kann motiviert beginnen. Wenn Sie am Anfang ein Video oder ein gutes Lied mit einfügen, werden die Zuschauer ganz neugierig. Danach erzählen Sie grob ein paar Informationen und um was Ihre Präsentation handelt. Im nächsten Schritt erklären Sie Ihr Thema genau, zum Beispiel mit einer PowerPoint-Präsentation. Auf Ihre PowerPoint machen Sie am besten nur Bilder mit ein paar Stichpunkten, aber niemals lange Texte auf Ihre PowerPoint klatschen. Denn kein Zuschauer wird sich jemals lange Texte durchlesen. Wenn Ihre Zuschauer gelangweilt sind, dann stellen Sie ihnen einfach ein paar Fragen und bauen Sie Ihr Publikum mit ein. Zum Schluss präsentieren Sie noch kurz Ihre wichtigsten Punkte, sodass man die Informationen im Kopf behält. Oder Sie bereiten ein Quiz vor.